Schreiben für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Also Kollege Wolf, das, was Sie jetzt gesagt haben, war ja alles ganz interessant. Liberal, freiheitlich und bürgerlich fand ich das nicht. Und Ihre Bundesministerin Niebel und Leuthäuser-Schnarrenberger scheinen das ja auch anders zu sehen, wenn ich mir die Verlautbarung der letzten Tage anschaue. Und was wir über Frau Leuthäuser-Schnarrenberger gehört haben, kann ich auch nur schwer glauben, denn der Kollege Ernst saß mit ihrem gleichen Flieger und der sitzt hier und er ist um 10:30 gelandet. Also an Verspätung im Flugverkehr kann es nicht gelegen haben. Meine Damen und Herren, auch Herr Wolf hat eben zum Schluss noch mal wieder die totale Gleichsetzung zwischen vermeintlichen Linksextremisten und Rechtsextremisten gemacht. Meine Damen und Herren, ist Ihnen nicht aufgefallen, dass in den letzten Jahren eine Neonazi-Bande mordend durch Deutschland gelaufen ist und 10 Leute auf dem Gewissen hat? Das ist doch wohl ein Unterschied, das gleichzusetzen, ist absolut undemokratisch und nicht gerechtfertigt. Überlegen Sie mal bitte, was Sie Leuten unterstellen, die sich in einer Partei engagieren, die sich demokratisch engagieren, die für diesen Rechtsstaat kämpfen. Nur weil Sie der Meinung sind, dass Sie die falschen Ziele vertreten, stellen Sie sie unter Generalverdacht. Das ist doch absurd. Und wissen Sie, Herr Bundesminister Friedrich, Sie haben hier viele komische Sachen gesagt, aber auf ein paar will ich dann doch eingehen. Erstens, es gibt nur ein einziges Urteil, nämlich das des Bundesverwaltungsgerichts, das die Beobachtung untersagt. Die anderen beiden Urteile haben Sie eben nicht untersagt. Da sollten Sie auch noch mal nachschauen. Und dann haben Sie sich nämlich auch bezogen auf die Diktatur des Proletariats. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen kurz was erzählen. Im 19. Jahrhundert, als Marx das Kommunistische Manifest und gemeinsam mit Engels auch das Kapital schrieb, da war es so, dass eine Minderheit über die Mehrheit regierte. Die Minderheit war die Bourgeoisie nach Marx, die Mehrheit war das Proletariat. Ziel der Diktatur des Proletariats ist, dass endlich eine Mehrheit über die Minderheit regiert und nicht eine Minderheit über die Mehrheit. Wenn Sie das undemokratisch finden, dann ist die Frage, wer hier die Verfassungsfeinde sind, meine Damen und Herren. Und dann darf ich Ihnen sagen, Ihre Aufregung über die PKK finde ich auch hochgradig spannend. Es war der Westberliner CDU-Mann Lummer, der zu Öcalan gefahren ist. Das waren nicht wir. Das war Ihr CDU-Mann Lummer, der zu Öcalan gefahren ist. Und wenn Sie die FARC ansprechen, es waren Mitglieder der Partei Die Linke, die in Kolumbien vermittelt haben und Geiseln aus der Hand der FARC gepresst haben. Wenn das nicht im Interesse der Bundesrepublik Deutschland ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Überlegen Sie sich einfach genau, was Sie hier erzählen. Vieles davon war nur sehr begrenzt sinnvoll. Und dann will ich Ihnen auch sagen, Sie haben bisher immer gesagt, es würden nur Parteifunktionäre überwacht oder beobachtet. Aha. Und dann schauen wir uns die Liste der 27 nochmal an. Gregor Gysi. Kein Parteifunktionär. Dietmar Bartsch, kein Parteifunktionär. Jan Korte, kein Parteifunktionär. Kersten Steinke, kein Parteifunktionär. Roland Klaus, kein Parteifunktionär. Paul Schäfer, kein Parteifunktionär. Was ist denn jetzt wahr? Sie belügen das Parlament. Nichts anderes tun Sie. Und nun haben Sie angeboten, die Liste der 27 noch mal zu überprüfen. Das war ein ganz schlauer Vorschlag, aber ich sage es Ihnen in aller Deutlichkeit, es ist kein glaubwürdiges Angebot, wenn Sie willkürlich festlegen, wer sich genehm verhält und wer nicht. Wir werden uns da nicht auseinanderdividieren lassen. Und dann kommen wir zu den verdeckten Maßnahmen. Okay, ich tue mal so, als ob ich Ihnen glaube, ich kann nämlich nichts Gegenteiliges beweisen, dass das Bundesamt selbst keine nachrichtendienstlichen Mittel einsetzt. Aber wenn die Länder sogar inzwischen offen erklären, dass sie das tun, frage ich mich natürlich erstens, warum für Sie offensichtlich das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts nicht gilt, warum für Sie die Auffassung der Bundesregierung offenbar nicht gelten. Und natürlich ist auch die Frage, welche Informationen, die aus nachrichtlichen Diensten Maßnahmen der Länder gewonnen wurden, nutzt auch das Bundesamt für den Verwaltungsschutz. Und genau damit wird Ihre Aussage auch Lügen gestraft, dass Sie sich eben nicht nachrichtendienstlicher Mittel bedienen würden. Und dann sei es mir erlaubt, noch mal kurz darauf zu verweisen, dass es bei uns im Gegensatz zur Union niemanden gibt, der bis vor wenigen Wochen oder Monaten noch die Oder-Neiße-Friedensgrenze in Frage gezogen hat. Das finde ich mal deutlich verfassungsfeindlich. Und Herr Kollege Uhl, wer wie Sie sich in Podien hinstellt und meint, die Ursache des Naziterrors in Deutschland sei wohl vor allen Dingen die Masse an Ausländern, die in die Bundesrepublik gekommen sei, der sollte sich schwer zurückhalten, meine Damen und Herren. Und dann lassen Sie mich ganz zum Schluss
aus der Schweriner Volkszeitung von heute zitieren, einen Kommentar von Matthias Hufmann, und da darf ich Ihnen sagen, der ist des Linksextremismus oder der Nähe zur Linken echt unverdächtig. Der schreibt, die Politiker der Linken zu beobachten ist falsch, weil Proporz kein Grund für die Überwachung sein darf. Wer NPD prüft, braucht keinen Rechts-Links-Ausgleich. Weil der Blick ins Programm der Partei nicht ausreicht, um Argumente zu finden für die Überwindung des Kapitalismus, dann müsste der Verfassungsschutz auch Heiner Geißler beobachten. Weil der Innenminister drei Motive verheimlicht, die nichts mit der Linken zu tun haben. Er muss sich profilieren, er muss der CSU gerecht werden, er muss die FDP gängeln. Weil Hans-Peter Friedrich der Linken alles zutraut, der Demokratie aber nichts, im Zweifel nicht einmal sich zu wehren. Und vor allem ist das Beobachten für den Verfassungsschutz fatal, weil er beim Rechtsextremismus versagt hat und bei der Linken ganz genau hinschaut. Dieser Eindruck bleibt.